Miha! So, moin. Schönen Sonntag erstmal. Die Aufnahme heute kommt mal etwas später als die anderen Aufnahmen bisher. Statt am Samstag einfach mal am Sonntag. Ich hatte nur gestern irgendwie überhaupt keine Lust, irgendwie groß was aufzunehmen. Ja, Plan für heute. Ich habe tatsächlich mal einen. Vorher könnte ich noch mal ganz kurz zeigen. Ich habe ein bisschen gebaut, ganz bisschen. Hier ist natürlich jetzt mal eine Glastür drin. Das Ding hatten wir ja letztes Mal schon besprochen. So. Nochmal kurz kacken gehen. Fertig. So. Ah ja, Hände waschen. Gut. Ja, wie gesagt, Plan für heute. Hier könnte ich mich dann rein theoretisch hinlegen zum Schlafen. Ist mal die Höhlentour durchzuführen, die ich letztes Mal planen wollte oder angekündigt habe und dann doch nicht machen konnte, wollte, wie auch immer. Ich gehe mal davon aus, das Spiel wird das ein oder andere Mal nochmal crashen. Ja, es ist halt so, wie es ist. Ich habe nochmal ein bisschen gebastelt. Hier sieht man auch, so in dem Umfeld sind alle Blöcke, die jetzt irgendwie unbekannt sind, weg. Da gibt es eine Mod zu. Ich verlinke die einfach mal. Und über die wird alles entfernt, was da irgendwie Schwierigkeiten macht. Zusätzlich ist in dem Thread auch noch so eine andere Mod beschrieben, wo man dann angeben kann, was entfernt werden soll. Die habe ich beide im Einsatz. Also gehabt zumindest. Die eine, die alles entfernt, die habe ich nicht mehr im Einsatz. Da bin ich ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen rumgeflogen, in der Hoffnung, alles mitgenommen zu haben. Und die andere Mod, die nutze ich aktuell, um irgendwie so Überbleibsel von der alten Mobs-Mod zu entfernen und die Eier von den Hühnern irgendwie auch zu entfernen. Ansonsten ist da nichts weiter im Einsatz. So, also wie schon gesagt, wir machen heute so ein bisschen Höhlentour. Ich denke mal, wir machen da unten irgendwo weiter. Weil so langsam würde ich ganz gerne mal. Das ist neu. Würde ich ganz gerne mal so ein bisschen Lava und sowas dann irgendwie. Ja, mir mal suchen oder finden, zumindest mal so ein Lavasee mir mal anschauen. Und ich laufe da mal hin. So. Und daher müssen wir natürlich gucken, dass wir ein bisschen tiefer kommen. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? 32? Minus 32? Ja, das ist natürlich noch gar nichts. Da geht es natürlich doch noch ein bisschen weiter runter. Inzwischen weiß ich auch, wo es längs geht. Dachte ich zumindest. Nee, doch, hier war's. Siehste, wenn es gleich crasht, machen wir so wie letztes Mal. Ich spiele dann einfach direkt weiter. Boing, 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 boing. Ich sollte die alle vielleicht eine höher bauen nachher mal. Gut, Material werde ich natürlich auch so ein bisschen irgendwie mitnehmen. Mal gucken, dass ich ein paar Notes finde, die ich irgendwie gebrauchen kann. Und ansonsten geht's einfach mal tiefer. Mal hier gleich mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Oh, ist gerade sehr leise. Ich hoffe, das ist nachher in der Aufnahme in Ordnung, dass man das hören kann. So. Und natürlich meine super Spitzhacke, die haut erstmal alles weg hier. Ich denke, das reicht für den Fall, dass mir mal die Fackeln ausgehen sollen, oder? So, weiter geht's. Ja, kurz mal hier zur Ausrüstung. Oh, Mobs, Trooper, not defined. Ah, das fängt ja schon mal gut an. Sehr schön. Ja, so ist das. Ah ja, hier die Ausrüstung, Mesezeug und was zu futtern, was zu trinken, ein Eimer, ein paar Fackeln. Apropos futtern und apropos trinken, das hätte ich vielleicht vorher nochmal machen sollen. Ja, Top-Vorbereitung. So. Hab ein Brot essen. Zack. Weiter geht's. So. Bei der Gelegenheit kurz mal das Glas wieder voll machen. Hat voll machen gesagt. Und dann geht's dann weiter. Dididim. Da geht's runter und da geht's runter. Da war Sackgasse, hier war auch Sackgasse, aber ich glaube, hier ging's tiefer runter, ne? Ja, ich glaube, hier war es ein bisschen tiefer. Ja, und hier war dann die Stelle, wo ich gesagt habe, das lohnt sich nicht. Dann nehmen wir die doch einfach mal und dann geht's dann hier weiter runter. Weißt du, und schon irgendwie was gefunden. Der fängt ja schon gut an hier. Zack. Da, alles einsammeln. Ich denke mal, ich werde das Video ein bisschen heller machen, dass man auch was sehen kann. Und ja.
Also wenn ich mal ein paar Fackeln nicht setzen sollte, dann kann man dann trotzdem was erkennen. Ist das denn hier eigentlich so ein Ding nur oder was? Ja, ein einzelner Wassernot. Das ist schon mal schön. So, jetzt geh auch weg, dann kann ich weitermachen. Und dann gucken wir mal, ob da irgendwo mal in der Richtung was ist. Oh, da habe ich es gerade schon aufblitzen sehen, ganz kurz. Das fängt doch schon mal gut an. Warum habe ich das eigentlich hier so scheiße sortiert? Verdammt nochmal. So rum. Zack. Kann man hier nämlich leichter hin und her wechseln. So. Gut. Dann habe ich gesehen, beziehungsweise der eine oder andere von euch hat es wahrscheinlich auch gesehen, der Oliver, der bei mir immer ganz fleißig kommentiert, der hat jetzt auch angefangen, ein Let's Play zu machen. Er ist da auch nicht alleine. Ich verlinke es einfach mal. Schaut es euch mal an. Erste Folge war so ein bisschen Tonprobleme, aber das soll wohl besser werden. Man kann gespannt bleiben. Auch dir, Olli, natürlich viel Spaß. So, zack. Ja, ist natürlich jetzt sehr, sehr spannend gerade dieses letzte. Oh, bup. Moment, was ist das? Was ist das hier? Was ist das hier? Das sieht auf jeden Fall nicht original aus. Obwohl wahrscheinlich doch, ich weiß es nur nicht. Was haben wir denn hier? Eis. Oh, Eis. Kann man das schmilzen lassen? Abbauen kann man es. Nee, ich nehm's mal mit. Kann man bestimmt gut für irgendwas gebrauchen. Aber es schmilzt anscheinend nicht bei Lava. Bei Lava sag ich, bei Hitze. Meine Güte, das ist eine ganze Menge. Wahrscheinlich völlig unnütz, dass ich das jetzt mitnehme, weil es das sowieso tausend Millionenfach gibt, aber Eis ist auf jeden Fall schön. Oh, guck mal, da geht's dann weiter. Meine Güte, was ist das? Oh, da ist Lava. Oh, Lava. Ist auch geil, so das Eis so direkt vor der Lava. Läuft, ne? Das ist Spezialeis. Das wird nicht heiß. Und schmilzt nicht. Quatsch, dass ich das hier alles mitnehme. Viel interessanter finde ich ja hier die Lava. Hoppa. Ja, das ist schon mal. Ja, fängt gut an, würde ich sagen. So. Hör mal, da ist das hier schon so ein Lavasee oder ist das nur so wieder eine Ecke? Erstmal Zeug einsammeln hier. Zack, zack. Das war Eisen, ne? Ich tue das mal hier runter. Das tue ich auch mal runter. 94, 95, 96, 97, 98, 99. So. Muss reichen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann gucken wir doch mal, wie es hier weitergeht. Oh, da ist noch mehr Lava. Ai, ai, ai. Hä? Ein Cobblestone-Generator läuft bei euch. Beziehungsweise ein Stone-Generator. Schön. Ich gehe mal ein Stück höher, um einfach mal zu schauen, ob man von oben auf die Lava drauf gucken kann. Da ist noch mehr. Da ist Lava gewesen. Oh, guck mal. Guck mal einer an. Haben wir denn hier? Ah. Ach, das ist ja hübsch hier. Ich glaube, hier bleibe ich. So, erstmal, da hinten sind auch wieder irgendwelche komischen Steine. Na gut, hier war wahrscheinlich irgendwas, was durch die Mod entfernt wurde. Machen wir hier mal ordentlich. Zack, zack, da. Und dann nehme ich mal ein bisschen von dem. Wird wahrscheinlich auch Obsidian sein. Da nehme ich mal ein bisschen was von mit. Weiß ja nie, wozu man das gebrauchen kann. Ich habe schon eine Mod gesehen, da gibt's, kann man sich dann irgendwie. Ja, in den. Naja, gut, Nether, wie auch immer man das dann unter Mine-Test nennt. Ein Portal reinbauen. Da gucke ich mir dann irgendwie vielleicht auch mal an. Aber erstmal nehme ich ein bisschen was mit davon. Plop. Zwei. Meine Güte, das ist genauso aufwendig, ne?
Gut, ich hätte es vielleicht nicht zubauen sollen. So. Komm, fließ raus, danke. Kann ich nämlich hier in Ruhe abbauen. Ohne dass ich mir da Gedanken machen muss. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Whatever, whatever. Schon wieder. Ach, das ist, weil ich am Schleichen bin. Okay. So, 8. Wie viel brauchen wir denn von dem Zeugs hier? Machen wir nochmal 2 mit und dann sollte das auch reichen. 11. 12. 3 und 3 und 8, 9. Doch, müsste reichen. So, dann machen wir hier mal wieder ordentlich. Dann gucken wir mal, was da hinten ist. Hier ist Sackgasse, da ist Zeug. Zeug nehme ich natürlich gerne mit. Also Zeug im Sinne von, ey, da ist Eisen. Hey, auch gerade eine Münze eingesammelt oder sah das nur so aus? So, gleich mal gucken. Ich glaube, das sah nur so aus. Ja. Kupfer. Mal die Kohle mal hier hinten hin. Obsidian. Kobbelgrütze. Ja. Hier war alles. Das lasse ich mal da oben. Dann gehen wir mal hier an den Rand. Hopp. Geh mal außenrum, ne? Aber so richtig Lavasee ist das noch nicht hier, ne? So, haben wir hier Schönes. Sackgasse. Na super. Oh, aber da ist was anderes. Das ist wahrscheinlich Gold. So. Ah ja, heute mal wieder mit Kakao. Gleich mal einen Schluck genehmigen. Man muss ja nicht übertreiben, ne? So. Aber Gold. Der wird wahrscheinlich alles runterkommen jetzt. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Siehste? Ja, da ist aber auch nichts weiter. Soll ich mal versuchen, rüber zu springen? Soll ich mal versuchen? Nein. Okay. Ja, aber guck mal, die Spitzhacke, die ist gleich schon morsch. Das ist ja scheiße. Uah! Aua! Aua! Da muss man aufpassen, was von der Decke fällt, ne? Weißt du, hier, gerade mal einen halben Meter in den Boden gerammt, schon ist die Spitzhacke durch. Das ist doch doof, sowas. Wahrscheinlich hier durch Obsidian abbauen. Ah, wo geht's denn hier mal sinnvoll weiter nach unten? Wahrscheinlich hier, ne? Aua. Aua, ich blute, Hohlpflaster. Herrgott, ich blute, Hohlpflaster. So. Eine Fernblute war das, ne? Ja, schön einmal im Kreis gelaufen. Ich sollte mich mehr konzentrieren aufs Spielen und nicht aufs Labern. Kann ich deutlich besser. Ja, ich denke mal, ich gehe mal hier tiefer. So. Ui, da ist schon wieder Lava. Da ist doch wieder. Oh, 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 ist da der Lavasee? Ja. Guck mal, sogar mit Lavamonstern. Die sehen ja auch geil aus. Was ist da noch? Nix weiter. Okay, da ist Material. Da sind die Lavamonster. Da hinten geht's wahrscheinlich weiter runter. Ah, da kommt er angescheißert. Da kommt er angescheißert. Da kommt er angescheißert. Aua! So. Okay. Guck mal, springen kann ich genauso wie du. Ist das nicht toll? Wollen wir das mal synchronisieren? Naja, fast. Kannst du was? Nee, du kannst nichts, ne? Du bist einfach nur da. Zack. Ich würde ja gerne wissen, was sie fallen lassen. Den nächsten hier auch nochmal holen, oder was? Komm mal zu Papa. Komm mal zu Papa. Da-da-di-da-di. Kommst du? Kommst du? Du kommst. Sehr gut, du kommst. Aber hoch kommst du nicht, ne? Boah, du kommst ja hoch, das ist ja ekelhaft. Ey, Digga, chill mal. Aber du machst nichts, ne? Du bist nur doof. Guck mal, ich trinke dir erstmal einen Schluck vor. Pass mal auf.
Das war Gold, naja. So. Schlupp. Stückchen Brot essen. So, und jetzt habe ich Zeit für dich. Komm mal hoch. Aua. Zack. Junge. 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 Wo bist du, Junge? Ey, Junge, wo bist du? Ey, Digga. Digga, ist geplatzt oder was? Ist so eine Feuerball, Junge. Ja, das waren dann die Monster. Gut. Dann gucken wir doch mal, was da drüben ist. Boing, doing, doing. So, da ist Ende im Gelände, da geht's weiter. Oh, da geht's aber schön tief runter. Ich mache hier mal ein bisschen zu, ne? Da geht's runter. Das Gold. So, hier ist auch mal zu jetzt. So. Das war die Spitzhacke. Und die nächste. Oh, das war knapp. Gold, 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 Gold. Mit dem Gold kann ich wahrscheinlich auch noch nichts machen. Mehr Licht. So. Zack. Zack. Ey, der geht aber auch runter hier. Der ganze Eisen müsste ich eigentlich alles mitnehmen, oder? Ich werde hier sowieso nie wieder rauskommen. Ich porte mich nachher einfach wieder nach Hause. Aber erstmal sammle ich ein bisschen Zeug. Weil die Vorräte so langsam gehen sie dann schon zu Ende, die Vorräte, ne? So. Runter, runter. Na? Oh, 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 hier geht das ja noch weiter. Das hört ja gar nicht mehr auf. So eine Hölle, Junge! Ja, da ist dann wieder ein bisschen was übergeblieben. Da ist die Mod dann nicht ganz hingekommen. Ich grab mich da gleich mal rum, aber ich wollte mal hier erstmal gucken, dass ich hier das Eisen mitnehme. Eisen, 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 Pupeisen. Und das war dann auch noch Kupfer. Ah, sehr gut. Ja, ich grab mich. Ich bin da irritiert. Ich grab mich mal so rum. Junge! Junge, Shisu, Junge! Verrückte Mongo, ist eine Kraft nicht unter Kontrolle. Junge. Ein Mesemonster, ja. Ey, warum nicht? Ich sollte mir mal lieber was zu essen raufholen hier. Wie mache ich denn dieses Mesemonster klein? Werde mich da erstmal dezent runtergraben. Junge, schieß, Junge. Schießt du auf mich, Junge? Das sieht aber schon geil aus. Aber zielen ist nicht so deine Stärke, ne? Guck mal, wie kommen wir beide denn jetzt mal zusammen? Ich würde mal sagen, ich gehe hier in die Wand und grab mich hier einfach mal ein bisschen runter. Weil Bogen und so habe ich ja nicht mehr. Der ist ja mit dem Aufgeben von Carbon dann, upsa, weg gewesen. Das heißt, ich muss mich da irgendwie anders dran nähern. Ja? Kommst du hier rauf, Junge? Junge, du machst sogar Geräusche. Wenn ich den jetzt hau, dann. Ups. Aber viel Schaden macht er nicht, ne? Naja, geht. Ich sollte das dazu machen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. So. Ist ein bisschen gemein dem Mob gegenüber, weil er kann ja da nichts machen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Da einfach so. So, hier kann ich dann rein und. Oh. Hey, yo. Junge. Junge, chill. Ah, schade. Na gut, hat einen Mese fallen lassen, das wäre in Ordnung gewesen. Ich glaube, das ist ganz fair. Nur ist halt blöd, dass er da in der Lava geschwommen ist, ne?
Wir waren hier oben irgendwo stehen geblieben, glaube ich. Baut das mal hier hin, das ist egal, das brauche ich eh nicht. Da habe ich genug von. So, dann waren wir hier stehen geblieben. Wir wollten ja hier irgendwie gucken, dass wir hier rumkommen, beziehungsweise wollte ich da weitermachen. Genau, ich wollte hier weiter rum. Ist da noch eins? Nee, das ist die Ecke. So, dann schauen wir doch mal. Ich sage übrigens schon wieder zu viel so. Da ist aber auch dunkel. Gerade sagen, wo ist die Fackel hin? Da oben ist Wasser. Wenn ich das jetzt auslöse, dann fällt das wahrscheinlich runter. Nein. Junge! Junge! Machst du die Lavasee kaputt? Junge! Chill mal, Junge, 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 Dicker, Dicker, guckst du hier. So ist schön. So, ja. Das wird da unten jetzt schön den Lavasee kaputt machen, aber das ist auch nicht weiter tragisch. Ich glaube, ich sammle hier mal so kurz ein bisschen ein. Kupfer, Kupfer und Eisen, Eisen, Eisen und Kupfer. Da höre ich es auch schon zischen. Ja. Das war's da mit dem Lavasee da unten. Ich glaube, so hätte ich das Mesemonster wahrscheinlich auch klein machen können. Oh, guck mal hier, was ist denn hier alles gemacht? Alter, wie geht. Boah, wie tief geht das hier runter? Meine Güte. Da geht's auch noch weiter, oder was? Boah, da hört ja gar nicht mehr auf hier. Guck mal, schon bin ich unten drunter. Hier geht's auch weiter runter. So, hier mal ein bisschen Licht machen. Alter, und all das nur, weil so ein kleines bisschen Wasser runtergetropft ist, oder was? Ja. Gut, war doch nicht so schlecht. Einen natürlichen Weg gefunden, wie es weiter runter geht. Wir sind übrigens schon wieder bei 22 Minuten. Ich denke mal, ich werde hier trotzdem einfach mal ein bisschen länger machen. So Höhlentour ist ja dann auch immer ein bisschen was anderes als eine normale Folge. Da hinten geht's weiter. Ja, guck mal, da geht's weiter, da geht's weiter. Oh, wir folgen dem Wasser. Junge. Junge, das ist ja so eine Hölle, Junge. So. Oh, guck mal, den kenne ich doch. Wer war das? Örki, oder wie hieß das, ne? Ein Örki. Das war ein Örki. Kommt da noch einer? War doch ein Örki, oder? Ja, was auch immer ich jemals über die Höhlen gesagt habe. Sind schon geil, die Höhlen. Vor allen Dingen schön verwinkelt und groß. Das weiß ja, das gucke ich mir gleich mal an. Das ist aber bestimmt entweder was total Wertloses oder was total Wertvolles. Silber. Ist in Ordnung. Kann man nehmen, ist okay. Da ist noch was. Das war. Ja. Tinware, Aluminium oder was, ne? Oder? Zinn. Tin ist Zinn, ne? Verlassen mich jetzt an meine Kenntnisse der englischen Sprache. Das ist schön. Das war. Oh, Diamant! Ja, den ersten echten Diamanten gefunden. Läuft! Schön. Lohnt sich doch mal in den Keller abzusteigen, ne? So, was haben wir hier noch? Das hatte ich ja alles nun schon. Habe ich den jetzt mitgenommen oder was? Ja. Aber ihr seht schon so ein bisschen was, ich lasse das einfach da. Also so extrem viel brauche ich da nur auch nicht von. Ich wollte halt nur so ein bisschen das Wichtigste mitnehmen. Ja. Da kann ich doch bestimmt irgendwas ganz Tolles mitmachen, naja. Ich glaube, da hatte ich auch schon mal was mitgemacht. Ne? Ja, die kann man da irgendwie zusammenfriemeln und dann Werkzeuge draus craften. Irgendwie so was war das doch, ne? Guck mal, ist alles schon wieder so lange her, dass ich hier mal wieder auf einer Tour war. Gut, so, dann haben wir das und das und das und das nehmen wir und. Na komm, das nehmen wir auch noch mit. Hallo Ratte, dich nehme ich auch mal mit. Komm mal mit, so.
Ach nee, die kann man nicht mehr mitnehmen, ne? Das ist ja nur hin. So, dann wollen wir hier mal schön ordentlich machen. Das kommt dahin, den Kobbel, den brauche ich wahrscheinlich eh nochmal irgendwann. Das kommt. Na gut, das Gebrauchsgegenstand, das ist Notfall, das ist Wasser. Sollte vielleicht mal meinen Wasservorrat kurz auffüllen. Jetzt hätte ich nur noch einen Schluck trinken sollen, hätte das vielleicht auch gleich wieder auffüllen sollen. Oh, ich Idiot. Oh, du bist ein Idiot, ha, sagst du selber. Ja. So. Ich finde wahrscheinlich gleich eh wieder irgendwo Neues. Gut, dann hier weiter runter oder. Ich glaube ja, ne? Hier ist auch noch nicht erforscht. Doch, hier ist auch schon erforscht. Meine Güte, es ist richtig viel Eisen hier oder Kupfer oder hast du nicht gesehen, Zeug? Nehme ich mal zum Teil mit. Gut mitgedacht, gut mitgedacht, gut mitgedacht. So. Moin. Erstmal Schlückchen Kakao. So, Aufnahme läuft noch, Aufnahme läuft noch. Alter, ich habe konstant 30 FPS out. Das ist schön, das gefällt mir. Warum auch immer. Ist aber in Ordnung. Besser als 0 FPS out, weil dann würde es ein Zeichen dafür sein, dass ich gar nicht aufnehme und das wäre vielleicht ein bisschen doof. What? What? Das ist ein Erky. Das andere war doch aber doch auch einer, oder? Junge, Junge! So eine Feuerball, Junge! Oh, Kollege? Das bist du, ne? Ey, wir sind Freunde, vergiss das nicht. Wir sind. Junge! 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 Junge, chill mal! Alter, was geht mit dem? Ey, ich hab dem nichts getan, das habt ihr gesehen, ne? Ich bin hier einfach längs gelaufen. Da grabe ich mich außen rum, der ist mir zu doof. Der ist wahrscheinlich auch nicht mit einem Schlag tot. Oder mit zwei oder drei. La 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 la. La 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 la, da di di dam di dam. Ich glaube, jetzt ist er weit genug weg. Da oben ist er irgendwo. Da oben, da in der Richtung ist er irgendwo. Licht, es werde Licht. Ja, super. Ich habe doch gesagt Licht. Danke. Gut, auf zur nächsten großen Höhle. Wir graben uns ein Loch, ein großes, tiefes Loch. Das ist zwar weder groß noch tief und noch nicht mal ein Loch. Ein Loch, ein Loch. Wir graben uns ein Loch. Es ist zwar nicht mal groß und tief und noch nicht mal ein Loch. Ja. Es geht weiter runter. Ich glaube, je tiefer ich komme, desto bekloppter werde ich. Tiefer gesagt, bekloppt gesagt. Ich platze gleich. Na, ja. Ja, so, also. Es geht runter, es geht runter. Aber so richtig geil, ich glaube, das war's mit Höhlen, oder? Kommt jetzt nichts mehr. Vielleicht sollte ich doch mal mich dem Typen da oben stellen. Aber da müsste ich mich ja wieder hochbauen und das wäre mit Aufwand verbunden. Also nein. Ein Loch, ein Loch. Wir graben uns ein Loch.
Und in das Loch, da stecke ich rein. Ein Loch, ein Loch. Die Hacke ist kaputt. Ach du Scheiße, die Hacke ist im Arsch. Tut bestimmt weh, wenn ihr. Ja. So, wir haben ja nun Diamant. Das bedeutet, ich mache mir mal eine Diamanthacke. So. Und dann graben wir uns ein Loch. Ein Loch. Wir graben. Oder geht ja noch schneller als Mese, kann das sein? Was sehen meine entzückten Augen nicht? Schön dunkel. Man diese komischen Streifen und dieses komische Gnissel eigentlich auch im Video? Ich glaube ja, ne? Das ist so ein bisschen scheiße. Naja, gut. Wollen wir es nochmal so hinnehmen. Wenn da wieder so ein komisches Höhlen-Viech-Scheißding ist, was alles kaputt macht, dann gehe ich wieder. Aber ansonsten sieht das hier doch ganz kuschelig aus. Ich grab mich mal hinten rum. Achtung, durch den Hintereingang. Oh Gott, ist das schlimm. So, da ist auf jeden Fall wieder Lava, das ist schon mal schön. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Gott. Ja. Da schließt dann auch gleich der nächste Höhlenkomplex an, oder sehe ich das falsch? Ja, ja. Ich habe gesagt, irgendwie ein bisschen länger mache ich, aber dass das nun ausartet, da hätte ich ja nicht mit ahnen können. Das wird erkundet, das wird erkundet, die Monster werden erkundet, das wird erkundet. Also nicht so finster. Meine Güte. Adadidadim. Und dann waren die Fackeln alle. Kurz mal ein bisschen machen. So. Na komm, komm, nimm, nimm, geht doch. So und das müsste reichen. Na komm, nimm. Nimm nochmal, danke. So, dann hier weg und hier weg. Gut, das ist soweit klar. Ich lasse das Zeug jetzt einfach liegen. Hey, du hast da Kohle übersehen. Ja, ich weiß. Hey, das macht mich aggressiv. Da wer kennt's noch? Wahrscheinlich die meisten von euch. Da geht's weiter. Da geht's auch irgendwo weiter. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Erstmal hier außen rumgehen. Di-di-di-di-di. Ein Loch. Ein Loch. Ich grabe mir ein Loch. So. Der Nachbar gräbt, glaube ich, draußen auch gerade ein Loch, habe ich das Gefühl. Hört man zum Glück nicht im Video. So, ja. Wir kommen langsam in einen Bereich, der doch sehr, sehr weitläufig ist. Das ist schön. Da-di-da-di-da-dam. Hier mal ordentlich Wertvolles mitnehmen. Aber Mese war noch nicht, ne? Sollte das nicht so ab. Nee, ab 1000, ne? Ab minus 1000, ne? Nicht ab minus 70. Ich habe die ganze Zeit irgendwie minus 70 im Kopf für Mese. Aber ich glaube, das war minus 1000. Mein ganzen Cobblestone hier. Erstmal den Eimer wegtun. Wo sind wir denn überhaupt? Minus 300. Ja, ein bisschen was habe ich noch vor mir. Ich glaube, ich gehe mal eben ein bisschen was entsorgen. Ein Loch. Ein Loch. Wir graben uns ein Loch. Oh, da ist ein Stein, da ist ein Lavamonster. Monsti! Ja! Klappt gut mit dem Entsorgen. Klappt sehr gut. So, dann. So. Moment. Schon ist es weg.
Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Zahn, dam, bam, dam. Weg, 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 weg. Gewusst wie, ne? So. Kurz mal wieder ordentlich machen hier. Wo kommt eigentlich diese Melodie her? Nom nom nom, lecker, lecker, lecker. So, weiter geht's. Ja. Und hier, ne? Ich würde ja sagen, es ist so die Kammer für den Endbosskampf hier gerade. Ach, ich find's aber schön, dass wir echt so viele FPS haben, wenn ich da kurz einen Moment stehen bleibe, dass alles geladen ist. Wenn die ganze Oberwelt nicht geladen wird. Dann haben wir hier schon mal die Kammer wieder. Ah, gibt's eigentlich so eine Mod mit Portalen, wo man dann so hin und her reisen kann? Ich würde mir hatte ich ganz gern schon so ein Lager hier unten irgendwo auch einrichten, dass wir von hier dann weiter runtergehen können. Aber das müssen wir dann nochmal vernünftig planen. Ich guck mal, ob ich irgendwie auf legalem Weg wieder zurückkomme. Ja, ich kann mich natürlich auch einfach hochbauen. Aber so ganz grob habe ich den Weg im Kopf und dann sollte es das auch gewesen sein für diese Folge. Ist ja auch schon irgendwie 41 Minuten lang. Ich denke mal, ich würde einen Teil einfach wieder Zeitraffer oder rausschneiden. Andererseits habe ich auch Bock, die Höhle weiter zu erkunden. Ja, habe ich doch nicht. So, Freundchen, das war kurzes Vergnügen. Nein, wisst ihr was? Ich werde mir jetzt hier noch. Oh. Das Zeug mitnehmen. Und dann werde ich mich nach Hause porten und dann machen wir mal so ein bisschen Inventur, was ich hier noch alles gefunden habe. Und dann sollte es dann auch wirklich gewesen sein. Andererseits hätte ich schon irgendwie Bock, mich da auch legal mal nach oben zu bauen wieder. Da würde aber wahrscheinlich die Hacke nicht für reichen. Weil dann hätte ich nämlich einen direkten Zugang irgendwie zu dem Ding hier. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Weil so extrem weit weg werde ich wahrscheinlich von meiner normalen Festung nicht sein. Dann hätte ich zumindest irgendwie einen Weg, der wieder nach oben führt. Ja, nächste Höhle oder wie sieht das aus hier? Ach du Scheiße. Hier war ich auch noch gar nicht, ne? So, die ist erkundet. Die ist auch erkundet. Ja. Wo war denn jetzt mein Loch? War das hier, ja. Super. Naja, gut. Wir wollen ja nach oben kommen, deswegen würde ich sagen, weiter geht's mit dem Zeitraffer. Ah!
Scheiße! Verdammt! Ach, Mist! Ah, wäre ja auch zu einfach gewesen. Dachte erst irgendwie, huch, Physik und so, aber scheiße. Blöd gelaufen, würde ich sagen. So ist das aber. Ja, scheiße. Ich könnte natürlich jetzt mal gucken, ob ich den Kack noch wieder erreiche. Ja, ich hätte mir echt irgendwie was mitnehmen sollen. Ich glaube, das war eine ziemlich blöde Idee hier, das so zu machen. Ja, das machen wir dann doch besser nächstes Mal. Der Scheiß bleibt ja liegen, das ist nicht so schlimm. Nur gucken, dass ich den dann wiederfinde. Ich sage jedenfalls herzlichen Dank fürs Zuschauen und nächstes Mal gucken wir, dass wir mal unseren Scheiß wiederfinden. Bis dahin, schönen restlichen Sonntag. Und bis nächste Woche. Tschö!